Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute wieder, wie gehabt, ein cooles Unboxing. Und wo habe ich denn gleich auch das ganz kleines, feines. Das wäre ein sogenanntes FPV-Car. Kleinzierlich und fein, das müssen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Wie gesagt, hier in dem Fall ist auf dem eine kleine Kamera verbaut. Und das ist quasi auf eine Videobrille. Oder die habe ich ja schon da, deswegen brauche ich es noch nicht zu kaufen. Habe ich mal nur das Modell mit Fernbedienung und das im Auto gekauft. Das kann man zusätzlich noch mit einer Brille kaufen. Aber wie gesagt, da ich eine Brille da habe, habe ich jetzt nur das Auto jetzt mir geholt. Und ja, sollen wir uns gemeinsam anschauen und mal gucken, was uns da erwartet und wie das alles so wirkt auf der Brille. Dass wir hoffentlich nicht die Brille aufhaben mit dem Auto. Wieder mein Messer, wieder mal nicht, wieder mal typisch. Wenn man das braucht, ist es nicht da. Operation am offenen Herzen. Lass mal die Folie ab, so ein Spiegel, das ist hier, kann man gar nicht richtig alles erkennen. Ja, hier ist ein FPV-Car 1:76. Gibt hier verschiedene Farben: Grau bis Rot. Ich habe mal den Grün geholt, fand ich am besten. Was haben wir hier noch drin? Hier habe ich noch so ein bisschen was, wie gesagt, First Person, ist eine Kamera eingebaut. Mit Motor, Fernsteuerung, kleinen Radius, Vollproportionalsteuerung, das ist noch ziemlich cool. Akku hat 140 mAh, 60 Minuten. Muss ich wahrscheinlich laden, wie auch immer, halt 2,4 GHz. Hier hat man noch alles, was man drin hat. Wie gesagt. Und ja, ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Mit 60 Minuten kann man normal fahren, wenn man mit FPV fliegt. Klar, ist eine Kamera dazu, muss man 20 Minuten nur und 140 mA, 24 Gramm und ohne Kamera sind es nur 19 Gramm. Boah. Mal eingepackt hier. Ja, einmal, wie gesagt, nochmal die Erklärung, kann ich es mit Kamera kaufen. Ich habe eben die Kamera oben drauf geflockt und ja, dann ohne Kamera 1:72 und nochmal in Chinesisch erklärt. Das Ganze hier nochmal in Englisch erklärt. Anschalten, aufladen. Okay, das ist die Anleitung. Dann hat man hier, machen wir es mal schön langsam. Hier das Auto rausholen. Da habe ich ein Dingens drauf. Und hier habe ich das Auto mit einer FPV-Kamera drauf. Hier unten kann ich es ein- und ausschalten. Hier wird es aufgeladen. Und hier wird die Kamera auch nochmal eingeschalten. Oder kann man die Frequenzen durchdrücken. Das werden wir dann mal testen hier. Und das Proportional ist aber wirklich eine coole Sache. Einmal Speck. Dann habe ich hier noch so einen zweiten Body drauf, kann ich die Kamera abmachen, wenn ich möchte. Dann habe ich hier noch irgendeine Medaille, einen Schlüsselanhänger. Sehr nett, Surprise. Dann habe ich hier einen Ladestecker hier mit PCI-Anschluss. Das ist ziemlich cool. Und natürlich hier die Fernbedienung. Keine Einstellmöglichkeiten, keine Trimmungen, nichts, man schaltet nur ein. Kann ich irgendwas bewirken? Kannst du noch erstmal aufladen? USB-Stecker. Kannst du es auch aufladen? Hier habe ich ein rotes Lämpchen, was hier brennt. Und ich kann mir gut vorstellen, das rote Lämpchen hier dann aus ist, dass dann das vollgeladen ist. Hier tun wir noch mal ein paar Batterien rein, zwei Stück AA-Batterien. Das Auto noch mal so ein bisschen an hier. Das sieht schon sehr cool aus. 1:76.
und solcher mit. Lampen blinken immer so auf- und abschwellend. Vermutlich ist da hier dann die ganze Sache dann aufzuladen. Ja, was ich ein bisschen interessant finde, dass ich jetzt hier nichts trimmen kann. Hier blinkt ein Schalter hier. Keine Verbindung hier. Ja, jetzt werde ich jetzt mal kurz meine Videobrille rausholen und dann gucken wir mal weiter. Ein bisschen länger drücken. Ah, jetzt höre ich was. Gut, das haben wir jetzt gebunden. Also proportional, man kann da wirklich hier schön lenken. Es gibt zwei Versionen, zwei Geschwindigkeiten. Steht hier. So, ein bisschen Mühe mit dem Lenken hier. Jetzt kommt das Spannende mit der Videobrille. Frequenzen durchschalten. Mal schauen hier. Und sofort hat er die richtige Frequenz getroffen. Jetzt hier irgendwie mal was aufnehmen kann. Jetzt nimmt er auf. Ziemlich coole Sache hier im Detail zu fahren. Ich habe gerade noch einen kleinen Film gemacht. Und hier. Klasse Sache.